Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny 2 und ich habe euch in der letzten Folge damit verabschiedet, ja, dass ich eine Überraschung für euch habe. Die Überraschung seht ihr schon oben rechts im Bildschirm und zwar der Puzzle und Hallo. Der Gameski sind dabei. Hallo, Jin Dobre. Puzzle, bist du noch da? Ja. Sehr gut und deswegen starten wir jetzt einfach mal die nächste Mission und zwar... Oh, hoffentlich funktioniert's jetzt. Ich hoffe doch. Wir haben nämlich eben schon eine mal Stunde probiert, später. Das zu machen. Es hat nicht geklappt. Wir mussten nochmal eine kleine Mission machen, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Er hat nur eine Deswegen Stunde gedauert. Fliegen wir jetzt mal da runter. Oh Gott, ich sehe hier gerade einen Typen, der heißt Kamar 88 und tatsächlich hat sich ein Kumpel von mir, der wurde auch 88 geboren und ist halt Russe und der hat sich auch immer Kamar genannt. Das heißt irgendwie wohl Mücke auf Russisch. Ich denke mir gerade so, hä, aber nee, das ist er bestimmt nicht. Die Links vom Gameski und vom Puzzle verlinke ich auf jeden Fall bei mir unterm Video, wenn ihr ihre Sicht angucken wollt. Beziehungsweise meine gibt's nicht. Seine gibt's nicht, genau. Der Gameski macht nämlich ein Review zu Destiny 2. Genau, hab den Auftrag von Activision bekommen und darf jetzt eine Review machen und zum Glück wird mir auch ein bisschen hier dabei geholfen. Werd nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Denk dran. Die Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Wenn du ihnen helfen willst, finde Devrim K. Okay. Devrim K. Wow. Erst als die Alte angefangen hat zu sprechen, habe ich gemerkt, dass ich Escape drücken muss, um überhaupt die Sequenz zu sehen. Ja, ich habe die ganze Zeit unseren Namen angegeben. Deshalb hat er links gesagt, weil er noch in diesem U-Menü war. Ach so. Also ihr merkt schon, das Spiel ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Ja. Habt ihr ja in der ersten Folge bei mir gesehen. Das war ja auch gar nicht... Wo seid ihr denn? Ich kenne ja jetzt schon Höhlen. Doch. Warum bin ich gerade Da ist der Puzzle. Da ist kein Name drüber. Ah, alles klar. Was? Ich habe keinen Namen? Nein, man kann... Also ich sehe euren Namen. Ja, ich sehe auch euren Namen. Ah ja, jetzt ist dein Name auch da. Gut, wir müssen in den Kirchturm. Ja. Alles klar. Schick. Es gibt insgesamt, glaube ich, 5 Planeten. 5 oder 4, glaube ich. Keine Ahnung. Und auf jedem sind immer so 1-2 Hauptquests. Bisher gewesen. Okay, also es gibt tatsächlich nicht ganz so viele Quests. Ein Gast. Und ich habe also, keinen Tee, den ich anbieten kann. Ja, glaub nicht. Du wirst es Aber ist ja auch eher weniger Story. Devrim K., der 8. Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab. Steht der hätte zum Beispiel. Nun diene ich meiner guten Freundin also, Soraya Hofer. Ja. Tagespunkt 1, kontaktiere andere Flüchtlinge und berichte ihnen und von Und dieser Missionsgegenstand, den bekomme ich, wenn ich fertig bin, oder was? Nee, den kannst du schon drauf. Ich wäre ein guter Schütze, den nehme ich. Okay. Aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Und unten stehen dann die Gegenstände, die man bei ihm kaufen kann, wenn man die Mission gemacht hat. Nee, die kannst du jetzt schon kaufen. Okay. Achso, ja. Im Prinzip könnte ich es kaufen, wenn ich genug Geld hätte. Ja, wenn du genug Geld hättest. Wenn du nicht außerdem zweimal dasselbe Item gekauft hättest. Was wir letzte Runde alle gemacht haben. Ja, das haben wir alle geschafft irgendwie. Ja. Das ist das mal anklicken und du wirst auch nicht gefragt, ob du es kaufen willst oder nicht. Du hast es jetzt einfach. Pech gehabt. Sonst, wenn man nur so halb... hinschaut, klickst einfach so drauf, ja, kannst du jetzt aussuchen, was du als Belohnung bekommst. Klickst du zweimal drauf, ja, passiert nichts, hast du immer noch zum Auswählen. Ja, also manchmal hat man das Gefühl, das Spiel wurde von Versicherungsvertretern programmiert. Oh, sie haben akzeptiert. Hier, bitteschön. Gleich verkauft. Hier ist jetzt so ein Abenteuer, oder halt Nebenquest, die man machen kann. Okay. Empfohlene Power 30. Immer. Davon gibt es recht viele. Da war ich ganz kurz davor, das jetzt zu starten. Wo müssen wir sonst hin? Wir haben aktuell nur das. Also wir können nur das machen. Wir können... Obwohl, nee, da kommen wir später hin. Egal. Da kommen wir, glaube ich, dadurch hin. Also sollen wir jetzt das hier starten? Ja. Gut. Dann los. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sie Gang, wo man später ewig... Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmerbohrer herbringen. Halte die Augen offen. So, euer Leben sehe ich jetzt aber nicht, ne? Nee.
ist dein Gefühl? Ich finde auch gut, dass wir hier das Zerstörung in der Kirche ist und auch niemand die Banner angeguckt hat. Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, was läuft denn jetzt hier rum? Viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Ja, und diese blauen Symbole sind für Events. Guck mal, ob okay. Da bekommst du dann zum Beispiel Tokens, die du eintauschen kannst für spezielle Gegenstände, die du mit Level 20 bekommst. Also noch ein Stückchen entfernt von unserem aktuellen Spielstand. Verstehe ich das richtig, dass wir jetzt hier die Viecher töten müssen? Ja? Also, das ist einfach ein Event. Ah. Also, da können wir auch einfach weggehen. Weil die sind jetzt relativ stark noch. Ja, ich merke schon. Friendly Fire oder sowas haben wir aber nicht erzählt. Nee. Also, wir haben noch die Allegiance-Truhe öffnen. Dafür müssen wir hier. Ich muss sie erstmal finden, wo ich wirklich hin muss jetzt. Ja, oben auf der Map, das weiße Ding. Genau, der weiße Pfeil auf der Map, da den müssen wir folgen. Ah, alles klar. Ja, geil. Was ich gerade so ein bisschen komisch finde, ich kann ja euer Leben oder sowas gar nicht. Sehr gute Art. Ich habe eine Heilfähigkeit gekriegt, aber ich weiß gar nicht, wann ich die einsetzen soll. Halte deine Augen nach brauchbarem auf. Doch, oben müsst du das Leben sehen, sobald ich abgezogen werde. Ah, okay, das liegt aber daran, dass ich volles Leben habe. Geh doch mal gucken. Ja, die Kiste hast du. Kann damit gar nichts machen. Neues Ziel. Achso, dann muss das nur einer machen. Ich glaube, da war jetzt auch kein Loot drin. Ein Missionsgegenstand oder so. Nee, also, wenn es reicht, dass einer das gemacht hat. Devil, weißt du, woher das Symbol stammt? Ich glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Aber das ist gut bei dem Spiel. Kann ich jetzt ja ein bisschen mein Aim trainieren quasi. Oh nein. Ja, ich finde auch, dass es sehr einfach ist hier zu zielen. Ich glaube, Tunnel ja, die, und Höhen wie die du gerade bist, erstrecken sich über die ganze EDZ. Hier bin ich sogar vor der Karte. Wer meine Videos guckt, das habe ich glaube letzte Folge schon gesagt, der weiß genau zwei Dinge über mich. Ich kann nicht schießen und nicht Auto fahren. Oh, dann haben wir was gemeinsam. Ja, nee, also. Ich muss mich jetzt das Becken rauspacken. Weil. Warte mal, hatte ich nicht einen Schrotflint oder sowas? Jetzt hat. Ich hab's geöffnet. Schade, dadurch kann ich ihn leider nicht. Ja, jetzt noch. Bam! Ihr macht das schon. Jetzt sieht das wenigstens aus, als ob ich tatsächlich auch ein Mystiker bin und nicht irgendwie so ein Boxer. Ja, ich habe ja noch eine andere Boxer. Ich habe das Ding hier unten gesehen, Druckler, und ich weiß nicht warum. Das hatte ich beim ersten Mal nicht. Boah, richtig. Habe ich gut gemacht. Rotes Fass, draufschießen, bumm. Wer kennt das nicht? Boah, das ist gerade echt. So, das war meine Granate. Meine? Weg mit dir. In einem Captain-Schlüsselcode abzulassen. Ich kann sicher dieses Depot öffnen. Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. In der Zwischenzeit machen wir uns ans Eingemachte. Kommt den Kirchturm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Ich setze gerade Tee auf. Ja, gut. Super ist bereit, das ist schön. Okay, und ich habe einen. Achso, und wir haben hier ein Level-Up. Eine Granate, die Solarlichtblitze auf Feinde in der Nähe apropos feuert. Ja, why not? Apropos Level. Erstmal Level. Scharfschützen ausweichen. Okay. Ja, also das mit eurem Leben habe ich immer noch nicht so komplett verstanden. Also, nee, ich habe jetzt auch die ganze Zeit über nie gesehen, wann, wie viel Leben ihr wann habt. Ja, ich glaube, von den eigenen Leuten siehst du es auch nicht. Also ich denke mal, das wirst du dann daran merken, wenn er jemand um Hilfe schreit. Ja, du siehst, wenn sie tot sind. Also, ja, so dann ist es ein bisschen spät. Nee, also das heißt, wenn ihr Leben braucht, möchtet ihr Bescheid sagen. Ich weiß nicht. Oder man kann das... Kannst du heim mit deinem Mystiker?
Ja, ich habe irgendwie so eine Heilfähigkeit scheinbar bekommen. Ich mache so einen Lichtkegel um mich rum und jeder, der da drin ist, wird nach und nach geheilt. Also es ist keine Instant-Heilung, sondern eine Regenerierung. Okay. So, wir haben jetzt ein neues Abenteuer bekommen und eine neue Hauptquest. Das Abenteuer Hauptquest ist die Hauptquest, okay. Hauptquest hört sich immer gut an, ja. Die ist auch direkt hier. Da oben so. So, sorry, ich musste gerade irgendwie noch einen Schluck trinken. Ich habe irgendwie so einen trockenen Hals gerade. Ja, doch, da oben. Oh, ich... Nein! Ja. Ich fand die gute Physik, das merkt man auch mit dem Jetpack, ja. Willkommen. Aber zurück. Stimmt, die Sprünge sind auch anders bei den Klassen, ne? Also, der Jäger kann ja so einen richtigen getrunken. Doppelsprung und der Warlock, der fliegt irgendwie so komisch rum. Okay, das kannst aber auch. Ich als Titan. Mit den Gefallenen gerauft hast, ja, was kann der Titan? Als Titan habe ich so einen Jetpack. Jetpack. Das kannst du aber auch später durch Leveling ändern. Ah! Irgendwie seltsam. Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Du kannst zum Beispiel bei Titan machen, dass du präzise nach vorne nicht boostest. Und nicht nach oben. Gutes Gelingen. Und auf bald hoffentlich. Ja, jetzt haben wir ein neues Abenteuer. So. Ich hab auf der Map wieder kein Zeichen, wo ich hin muss. Sei da draußen vorsichtig. Muss ich doch irgendwas? Okay, wir haben eine Hauptquest und zwei Abenteuer. Bei einem Abenteuer bekommen wir einen Upgrade-Punkt und beim anderen eine gewöhnliche Ausrüstung. Ich nehme gerade alles. Was mit Upgrade-Punkt ist, direkt hier in der Nähe. Also Upgrade-Punkt oder Ausrüstung oder Hauptquest? Also ich würde Hauptquest sagen eigentlich, oder? Oder ist das schwer für uns? Nee, empfohlene Power 30. Ich hab 31. Ja, dann geht's ja. Aber wir können auch erst eine Nebenquest. Also später müssen wir auf jeden Fall die Nebenquests machen, damit wir noch stark genug für die Hauptquests sind. Okay, sehen wir auch irgendwie... Ach, hier sehen wir, wo das ist. Trostland? Nee, Schnellreise? Ruf der Heimatabenteuer. Rote Schlagkampagne, Verbrennung. Okay. Also ich würde sagen, Hauptquest, oder? Ja. Dann starte. Ich glaube, das ist auch die letzte Hauptquest auf dem Planeten. Soweit ich weiß. Zumindest. Ja. Dann gucken wir mal. Haben wir jetzt wieder einen schönen Ladebildschirm? Nö, ich habe einen ganz normalen. Irgendwie einfach nur mit diesem... Ja, ich auch. Ja, roten, mit diesem komischen Kreis unten, ne? Genau, meinte ich. Obwohl wir vorhin noch gesagt haben, hey, cooler Ladebildschirm. Ja, wenn man zu den Planeten reist. Wie ist es nicht schwarz mit einem Ladebalken und oder im Kreis? Ja, so sind wir. Hier geht's ja gleich richtig ab. Gerade okay. Auch durch den Tunnel. Also tatsächlich da vorbei, okay. Ja. Auch. Ich bin auch echt gespannt, was es hier später noch für Waffen gibt. Gibt es auch irgendwie vielleicht sowas wie ein Scharfschützengewehr oder so? Das also es gibt, du hast ja drei Waffenslots. Der dritte ist so ein Spezialwaffenslot, die recht wenig Munition haben. Da bekommst du, glaube ich, nur Scharfschützengewehre. Oh, was es aber auch gibt als Hauptwaffe, ist Einzelsturmgewehr, also Einzelschussturmgewehre mit Visieren drauf. Aber nicht so Scharfschützengewehre, sondern... Unser neuer Hüterfreund ist auf dem Weg. Aber die sind auch ganz cool. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Na, endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut und du hältst es mir immer noch vor. Oh, das war mehr als nur einmal. Okay, ich habe einen so ganz kurz getroffen. Hab mich gerade voll gefreut. Ja, red nur weiter, alter Knacker. Oh, ein rotes Fass. Soll ich mich da vorstellen und gegenschießen? Ja. Ja. Ich geh mal oben lang. Oh, geil, der Revolver ist halt richtig für Schaden runter. Was ist das? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo. Ja.
ist der eigentlich noch? Oh, oh. Lol. Oh, Headshot ist... Ja, das finde ich auf jeden Fall auch schön. Also eigentlich nichts Besonderes, aber trotzdem für so ein Online-Game, sag ich mal, ist das vielleicht schon was Besonderes, dass wirklich die Hitboxen so eingeteilt sind, dass je nachdem, wo du den Gegner triffst, das auch verschieden viel Schaden macht. Und das ist auch bei jedem Gegner anders. Also jeder Gegner hat woanders eine Schwachstelle. Ach so, das auch noch? Ja, hier jetzt bei den eher menschlichen Gegnern ist halt der Kopf. Das steht aber Robotfunk. Ich habe mich nur ein bisschen erschreckt. In der Bauchregion. Wir müssen auf anderem Weg rauf zu Hawthorn. Ich hab mich gerade bei Oh, kommt der Fahrzeug da runtergesaust, ey. Und es gibt auch Waffen, die... Es gibt ja Gegner mit Schilden. Die werden um alles kämpfen, und, was in ihre schmierigen es gibt halt Waffen, die verschieden schnell diese Schilde runterhauen. Ah, und dann muss man quasi auch viele Waffen wechseln. Ja. Wenn du jetzt unbedingt schnell das Schild runterhauen willst. Aber oft ist es auch egal. Was ich schade finde, dass ich dieses Transportmittel im ersten Teil gibt, damit du durch die Welt fliegen kannst. Es gibt zwar verteilt auf die Karte, wo du die Fahrzeuge haben kannst, aber halt nicht immer. Es gibt auch Gegner mit Fahrzeugen. Okay. Gegner mit Fahrzeugen? Ja, und wenn du die Gegner auf dem Fahrzeug tötest, kannst du das Fahrzeug nehmen. Okay, Das ist typisch Bungie, ne? Das war ja bei Halo auch immer so ein Ding. Töte die Gegner und klau deren Fahrzeuge. Ja. Wow. Ja, zum Glück musst du wirklich dahin, ne? Ja. Was? Ich muss echt hier runter? Okay. Ja. Ja. Du musst jetzt sagen, war alles geplant. Ja, natürlich war das alles geplant. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Apropos Scharfschützengewehr. Hier liegt eins. Müssen wir das jetzt ausrüsten? Brauchen wir das jetzt? Ich glaube nicht. Das liegt bestimmt nicht aus Spaß hier rum, oder? Todeszonengewehr. Halt, nice Gewehr. Also, ich will das auf jeden Fall austesten. Oh, sieht nice aus. Ja, deshalb braucht man das hier wegen Fernkampf. Weil. Das macht Spaß. Desto größer die Tante, desto weniger Schaden machst du auch. Was? Oh, ich hab schon wieder keine Munition. Oh, das ging auf den. Ja, diese Waffen auf dem dritten Slot haben wir sehr, sehr wenig Munition. Wo ist denn meine dritte? Nicht so vorrennen. Ey, ich sehe ja nicht mal euer Leben, wenn ich euch angucke. Oh. Das ist ja bekloppt. Hier müssen wir nicht laufen. Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen vorrenne. Ja, dann wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Ich verlaufe mich sonst. Okay, diese komischen Netze hier. Ach. Oh, Granaten. Was mit Granaten? Ich hab grad einen Granatenkill gemacht. Granatenkill, oh ja. Es wird dich freuen zu hören, dass Auch interessant, dass jeder andere Granaten hat, quasi. No. Du hast wohl ordentlich im Hornissen drum gestartet. Komm, geht. Ist sicher. Ach komm. Als ob er einfach reinspringt. Nice, gemacht. Ja, du kannst das Ding aber auch kaputt machen. Oh, man kann dich hier wiederbeleben. Ja. Da stand vorhin wiederbeleben. Hopp. Oh. Ja, lol. Schade, ich dachte, man kann durchrennen. Konnte man nicht. Nee, also konnte man schon halt nur einmal, ne? Ja. Trotzdem habe ich das nicht gemacht, als ich alleine gespielt habe. Okay, krass, aber die Fähigkeiten, zum Beispiel gerade diese Heilfertigkeit, die ich hier habe, fast so gut die hat ja einen richtig krassen Cooldown. Ja, die Granaten noch mal hoch und kriegen richtig krass. Aber Cooldown. Das ist echt lang. Kommt der jetzt auch wieder so runtergesaust? Nee. Der kommt. Funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Und der kommt Strom gar nicht. Aus. Aber wir dürfen jetzt ein bisschen töten. Die Gefallenen sind sauer. Das wird doch länger.
Okay, da oben ist schon mal so ein robuster Penner. Ach komm. Oh, ich mach die. Was tut da rum? Aber in der Luft schießt man auf jeden Fall auch ziemlich laut, ne? Boah, ja, warum hält das Auge so viel aus? Hat auf mich gewartet. Ha! So, noch ein Auge. Oh, das ist so. Hält noch mehr auf. Geil. Als ob. Ah! Ah, ja. Wo ist denn das Auge? Es hat geklappt. Den Servitor zu erledigen hat den Strom wieder angestellt. Gut gemacht. Vielleicht bekomme ich dann ja irgendwann meinen Verstärker. Da liegt noch viel. Sollte halt selbst herkommen und sich ihren Verstärker holen, wenn wir zu langsam sind. Den. Au! Du hast auf das Fass geschossen, das hat mich hart gemacht. Echt jetzt? Auf ja. Da hinten ist schon wieder ein Auge. Also auf jeden Fall hätte ich das nicht erwartet. Zwischen den Gitter stehen hier ist ein Kraftfeld. Mir ist ja fast ein umgelegt, warte, aber jetzt. Was habe ich bekommen? Einfach alles ausrüsten, was besser ist. Okay, sind hier oben jetzt auch schon. Ja, da oben sind auch schon. Oh ja, ich erzähle mal die Mitra. Kann ich nicht, doch. Oh oh. Oh, ich hab keine Mitra. Jetzt kann ich mich sehr entschieden. Jetzt kann ich mich bewegen. Ey, man muss sich ja echt ein bisschen konzentrieren hier. Wahnsinn. Ja. Also, by the way, im Fahrstuhl Gegner schießen, das hat schon was. Könnte man fast als Attraktion anbieten. Wenn man sich auch durchgehend bewegen könnte, wäre das jetzt noch ein bisschen geiler. Hab nicht nur ich das Problem. Nee. Hey, was als ist? Als ich alleine hier gespielt habe, konnte ich mich gar nicht bewegen. Nee, ich konnte mich gerade nur bewegen, wenn ich gesprungen bin. Okay. Beeilt euch, dann können wir das Kommunikationsnetzwerk zum Laufen bringen. Oh ja, Leute, guck mal hier nach. Danke für die guck mal hier nach rechts runter. Du bist ja nicht so übel, Schickimicki. Stell mich mal hier hoch. Das ist wohl das Schlimmste, was ich jemals aus Urayas Mund gehört habe. Eine echte Seltenheit, mein Lieber. Boah. Wollen wir jetzt noch das Hut aufstellen können? Echt Mühe gegeben, ne? Das ist schon der Wahnsinn. 5 Euro für den, aber der wirklich, hier also. Ja, leck mich fett. Das sieht wirklich, wirklich schön aus. Ja, da hat Bungie beste Arbeit gemacht. Ah ja, aber ich muss sagen, auch die Halo-Welten waren eigentlich immer ziemlich atmosphärisch. Ja, also. Welten sind echt geil. Also das können die wohl. Du hast's geschafft. Da schuldet Luis mir wohl Geld. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Luis hat gegen uns gebildet, das muss man uns merken. Luis ist der Adler. Da kommt ein Signal. Ach so, der ist ganz schön mutig dafür, dass er gut schmeckt. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Hüter, die Stadt ist verloren. Zavala lebt noch, wenn wir jetzt aufbrechen. Keiner geht nach Titan. Was? Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Hawthorne, wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Mein Charakter sieht so dumm aus, ne? Deiner? Ja. Pinke Haare, pinkes Make-up. Naja. Blaue Haare, blaues Make-up. Alles farblich abgestimmt.
Aber ich muss sagen, mir gefällt die Mimik hier auch bei den Charakteren sehr gut. Also ich habe das Gefühl, meine Roboter hat... Mir gefällt die Sprachausgabe von meinem Charakter sehr, sehr. Ja. Du wirst uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Aber ich muss sagen, meine Roboter hat mehr Mimik als... jemanden, der sich komplett Mass Effect Andromeda zusammen. Hast du sehr wenig zu sagen. Ein Mass Effect hat auch viel Mimik. Ob die jetzt gut konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... Das... Erkläre es mir, Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten, versuchen es einzufangen, doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Könnte man fast eins zu eins in Star Wars einfügen, Macht, ja. Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Deshalb eroberte ich deinen Planeten. Da bin ich mir nicht so sicher, ob er das macht. Ja, und wenn? Wir halten ihn eher 100 pro, bin ich mir ziemlich sicher. Der nicht schöne Ladebildschirm? Hm? Der nicht schöne Ladebildschirm? Ja. Boah, immerhin ist das Ding unten rechts animiert, also... Ja, dass er weiß, dass es noch lädt. Okay, ich glaube, ich habe meine Festplatte gerade ziemlich voll geklatscht mit einer Aufnahme. Uiuiuiui. Ich seh's nochmal. Gucke. Hab nur ich keinen Sound? Nein, ich auch nicht. Ah, jetzt. Ich hab mich schon gewundert, jetzt ist es kaputt. Nach dem Ladebildschirm? Erstmal Ladebildschirm. Aber wenigstens sind wir zu dritt auf dem Ladebildschirm. Ja, immerhin. Neue Mission verfügbar, neue Abenteuer verfügbar. So, das war dann die erste Hauptmission. Und ich würde sagen, das ist auch der perfekte Zeitpunkt jetzt, diese Folge hier zu beenden. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, lasst ein Like da, kommentiert, gebt uns Tipps. Sagt uns, wie ihr das Spiel findet. Guckt auf jeden Fall beim Puzzle rein, der macht auch ein Let's Play dazu. Gensky macht ein Review dazu, macht auch andere Reviews, guckt auf jeden Fall da rein. Und News. Und News, genau. Habe ich mir auch schon viel angeguckt. Lohnt sich auf jeden Fall. Stehen unten in der Beschreibung. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you